uns geht es um 2 Runden. Um den ältesten 137 und um 99. Ein Stier, der sehr, sehr gut ansteht. Die jüngeren Runden an, die wir auch über 2-jährig sind, sind in der individuellen Stärke nicht ganz im Gesamtpaket. Wir nennen es jetzt vielleicht aber nicht in der Stabilität, auch in der Vorhand. Zum Teil aber auch in den Fundamentsqualitäten, wo sie nicht ganz in diesen 2 älteren Stieren nachmögen. Der zweite Stoff, 129, eine Maschine kann man sagen, wenn er sich hier präsentieren, Länge, Teufel, Breite, wie muss es sein, Nährzustand, wie er sich hier heute präsentieren kann. Wir haben uns aber für einen von diesen 2 entschieden, ich sage auch klar warum, und ich sage auch klar genießen. Es ist am heutigen Tag ein würdiger Sieger mit dem Katalog Nummer 137, mit der Maximalnote 5,96, über 10 Jahre. Das ist der Stier Gregi, den wir sehr gerne präsentieren, von Hitz Eugen. Ich nehme an, der Eugen ist da. Sonst hätte ich den Stier am Ende gar nicht durchführen können. Ja, er ist da, bitte, bitte den Ring jetzt kommen. Der Stier hat mehrere Anläufe gehabt. Ich mag mich noch erinnern, und das erste Mal hier, als Stierenmärkte erst war, hat er nicht 1000 Gesamtsuchtwerte gehabt. Ich meine, die 997 wäre rein vom Exterieur wahrscheinlich hier schon ganz vorne dabei gewesen, hat aber nicht mitmachen können. Der Gehe war sehr enttäuscht gewesen. In den weiteren Jahren war er immer wieder hier gewesen. Letztes Jahr ist ein Stallnachbar, also ebenfalls aus dem Stall von Eugen Hitz, noch ein bisschen von der Sonne gestanden, der Stier Harald. Und hier konnte Meister werden von der zweitältesten Abteilung der Sieger gesehen. Aber jetzt, am heutigen Tag, wenn man den Muni anschaut, ist schon das, was wir wollen, vom Zuchtziel her, Originalgrundfee, Milch, Fleisch. Er hat die Muskeln, er hat ein wunderbares Gangwerk für über 10-Jährige. Der Muni hat auch noch Charakter, so wie der Bauer. Der Muni ist gängig, er tut immer noch mit dem Züchten. Wir haben ihn auf dem Betrieb und vor allem ist auch Hinterrennen, wenn man den Schein vorher abgelesen hat, schon das Hinterrennen, das wir gerne sehen. Geri, ich gratuliere dir ganz recht herzlich zum Stier Gregi und du hast sicher von allen einen ganz speziellen Applaus.